So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Miss Survival. Und wir wollen erstmal zurück in die Base. Das einzige Problem ist, wir müssen hier ganz stark aufpassen, ne? Denn irgendwo streunt hier ein Bär rum, der uns nicht freundlich gesinnt ist. Und dann kommt dann auch dieses, ja, wie soll ich sagen, Banditenlager. Der Bär ist anscheinend wieder nach da unten gewandert. Das ist sehr gut. Da ist er! Nein! Leck! Leck mich fett! Leck mich fett! Das war... Ja. Ich brauche freies Inventar. Wir müssen ganz schnell zurück in die Base und dann nochmal dahin. Den Bär werden wir nämlich looten. Und wir haben wieder keine Munition. Das war so arschklar. Aber egal, das hat sich gelohnt. Vor allem, wenn wir dann ordentlich Fleisch holen, das kann man dann schön verarbeiten. Ah, da hinten sehe ich schon das Haus. Möchten wir dann nur hoffen, wenn wir den Bär ausnehmen, dass nicht gerade Nebel auftaucht. Sonst wären wir etwas am wortwörtlich Arsch. So, Real-Life-Zeit ist 4.53 Uhr. Ja, wird bald Zeit, meine Kinder zu wecken. Die Schule ruft. Ey, lass mich rein und hör auf mich auszusperren. Essen da rein. Schmerzmittel da rein. Der Rest alles erstmal hier reinschmeißen. Komm. Ja. Nee, Axt ist Werkzeug. So. Autoteil. Hier rein. Erstmal alles rüber damit. Hier, scheiß drauf, du kommst auch dort mit rein. Auto. Öffnen. Zündkerzen einbauen. Gut, Ingame-Zeit reicht sogar noch aus, dass wir den Bär ausnehmen könnten. Raus hier und ab zum Bär. Eigentlich hätte ich die kleinen Sachen hier, Cooking Pot, Drying Rack und alles ins Haus bauen können. Aber in diesem Spiel kann man auch mit NPCs interagieren. Das heißt, man kann sich wohl Freunde anlachen, mit denen man handelt, die man mitnimmt auf Beutezug, die vielleicht sogar einen gewissen Anteil an Loot tragen können. Und warum nicht? Vielleicht hat man auch irgendwann eine Partnerin, mit der man ein bisschen Wulle Wulle Bubu machen kann. Schlecht wäre es ja nicht. Ganz im Gegenteil.
So, einmal kurz das Lager hier umrennen. Müssen uns nämlich ein bisschen sputen. Ich möchte den Berg gerne scheiße ausgenommen haben, bevor es dunkel wird oder Nebel kommt. Da liegt da. Bär. Interagieren. Hier kriegt man nur Fleisch raus. Aber das Leder interessiert mich halt. Was ist das? Tierfett. Ist das scheiße, das dauert ganz schön lange hier. Ist nur schon bei 3 Stunden. Ansonsten müssen wir in der Nacht zurückrennen. Ich habe 2, 4, 6, 12, 18 Slot. 10, 16. Scheiß drauf. Los. Scheiß drauf, wir riskieren es einfach mal und dann in der Nacht. Ansonsten müssen wir uns irgendwo verbarrikadieren. Wir haben ja hier zum Glück gleich das Hotel. Scheiße. Und ich verdurste. Shit. War vielleicht doch keine gute Idee. Ja. Dadurch, dass ich jetzt Durst habe, zerrt das natürlich. Ich bin bescheuert. Wir haben noch hier vorne was, wo es Essen und Trinken gibt. Wir haben auch hier die Tankstelle. Fürs nächste Mal, ich sollte mir vielleicht mal eine Fackel machen. Irgendwo war noch was zu essen. Das weiß ich. Da. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Es ist Nacht. Ich wollte eigentlich gerne meine sichere Base gehen. Aber ich glaube nicht, dass das was wird. Ich doch mal hier hoch. So. Drink, los. Man sieht halt auch einfach nichts. 2 Stoff und ein Stick. Stoff gab's hier unten drinne. Shit. Es wird halt immer dunkler. Stoff lag hier irgendwo rum. Ja, jetzt fang an zu lecken, du verkacktes Teil, ey. Nee, ich höre die Viecher schon ankommen und atmen. Gut, dann setze ich jetzt hier einen kleinen Cut und wir warten ab, bis die Nacht vorbei ist. Anders geht's ja nicht.
weil ich möchte nicht gerade in der Nacht hier rumrennen. Da ist war Licht. Ja, was soll ich sagen? Das ist jetzt, ne? Ja. Gut, dann setze ich jetzt hier einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil nach dem kurzen Cut. Ich habe beschlossen, ich werde nicht warten. Ich werde es ausnutzen und wir werden nach Hause rennen. Ich habe ja ein gut gehendes Messer. Ich habe keine Munition mehr, was mich ein bisschen ankotzt. Aber ich habe Zeug im Inventar, das muss nach Hause. Ich will das Fleisch verarbeiten und so weiter und so fort. Das heißt also ab nach Hause mitten in der Nacht. Läuft. Ein bisschen was erkennt man ja, das ist gut. Ich weiß, wo mein Haus ist. Wir kriegen das schon hin. Außerdem habe ich hier noch das Banditenlager. Können die Zombies dort reinrennen? Hehe, und ich kann auf Autos klettern, stimmt. Jetzt wird es etwas dunkel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich möchte aber denen nicht gerade in die Hände laufen. Oh Gott, jetzt sehe ich gerade selber nichts. Hier ist die Straße. Oh, wenigstens ein kleiner Anhaltspunkt, wo wir lang müssen. Und da hinten kommen schon die nächsten Autos. Super. Sehr schön. Und wir sehen die Blueprints. Läuft. Aber mich wundert es gerade, warum taucht hier nichts auf? Es ist mitten in der Nacht. Wer weiß. So, hier haben wir die Schulbusse und von hier aus geht es jetzt einfach rein Richtung Blueprint. Das schaffen wir noch. Wir haben es. 23 Uhr in der Nacht hier. Oh Gott, ich habe die Tür offen gelassen. Scheiße, ich hoffe, hier ist keiner reingerannt. Und ganz schnell hoch. Nacht überspringen. 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir sind ausgeruht. Das ist schön. So, ich will das Fleisch verarbeiten. Ich brauche Brennholz. Das haben wir hier. Hier haben wir nichts. Hallo? Nee, habe ich das zu nah gesetzt? Ich hab das Ding hier zu nah gesetzt. Ernsthaft? Das ist ja Kacke. Machen wir das jetzt halt so. Brennholz. Hallo? Da. 2, 3, 4 und. Ich brauche noch. Lol. Ich brauche auch Benzin dafür. Seit wann das? Streichhölzer. Wir nehmen noch so eine Bretter mit. Oh, das sieht aber nice aus mit dem Fleisch. Starter. Oder brauche ich hier dieses Charcoal? Das kann auch sein. Haben wir hier.
Oh komm, bitte. Eins von beiden muss klappen. Scheiße. Ah! Oder brauche ich da Stoff? Irgendwas brauche ich dafür. Ich weiß allerdings nicht was. Nein. Ach, apropos, es gab ja ein neues Update. Da ist einiges neu dazugekommen. Zum Beispiel diese zwei Sachen, die Dog Decks und das Chicken Essen, das Chicken Feed. Und es ist neu dazugekommen. Das kann ich euch gerne alles demonstrieren. Das gab's, glaube ich, schon. Die Treppe ist neu dazugekommen. Der Turm und der Wooden Floor ist dazugekommen. Und ich glaube, das war's aber auch fürs Erste. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, das war's fürs Erste. Ja, das Fleisch können wir hier anscheinend nicht verarbeiten. Das ist schade. Dann werden wir das so essen. Und zwar roh. Ist zwar nicht gerade gesund, aber... Ja. Ja, wir sind voll. So, das war mal wieder mein Handy im Hintergrund. Es kotzt mich so an. Hier, wir brauchen... Das hier brauchen wir. Wir brauchen noch 4 Bretter und 6 Seile. Ach du meine... Ich möchte mich gerne das Leder verarbeiten. Wo räume ich das jetzt erstmal alles rein hier? Hier, ich weiß nicht, was ich mit dem Tierfett und dem Darm machen kann. Aber da findet sich bestimmt irgendwas. Da rein, da rein und da rein. Bretter. Ich brauche Holzbretter. Gut, da gehen wir etwas Holz farmen. So, und während ich das Holz farme, beende ich auch die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.